Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sah Jesus Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn: Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen, über den Menschensohn. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen, über den Menschensohn. Jesus ist der Herr. Und er breitet sein Reich aus, das Reich des Vaters, das im Himmel schon vollendet ist und sich sozusagen herunterstülpt wie ein riesiger Lichtkegel vom Himmel herab, wie man das sich vorstellt, ein Scheinwerfer, der so herunterleuchtet. Und hier ein ganz anderes Gebiet entstehen lässt, als es ist in der übrigen Welt, in ihrer Dunkelheit. Solange man der Meinung ist, ja, so schlecht ist es auf dieser Welt nicht. Es ist so, wie wenn man bei der Taglichte das Licht aufdreht. Unnötig. Braucht man nicht. Für was du hast den Strom unnötig da verschwenden. So ähnlich kommt einem dann vor, ja, es scheint, dass es den Herrgott gibt und die Engel. Ich brauche es nicht wirklich für mein Leben, aber es ist gut, dass man weiß, dass man es hat. Und so ist schon die Dunkelheit in den Herzen, weil Gott und der Himmel nicht Objekt der Liebe sind, sondern einfach nur Mittel zum Zweck. Aber so ist unsere von der Erbsünde geprägte Denkweise einfach. Das ist zutiefst schuldhaft. Es ist undankbar und lieblos Gott gegenüber. Es ist eigentlich ein Frevel mit jedem Herzschlag. Und unglaublich traurig. Und der Herr kommt und er möchte, dass unsere Herzen neu die Schönheit des Himmels lieben lernen. Die Herrlichkeit des Himmels. Dass wir stark werden. In der Kraft dieses Lichtes. Dass wir erkennen, wo wirklich die Größe, die Wahrheit, die Schönheit und die Liebe des Lebens sind. Und die sind in Gott und in seinem Reich. Dass wir eine Sehnsucht danach bekommen, nach dieser wahren Größe des Lebens, von der Fülle des Lebens, die im Herrn ist. Und diese Fülle ist nicht luftleer. Sie ist erfüllt von den heiligen Engeln, den Geistern, die die Luft bewohnen, die überall sind, die den Herrn loben und
preisen ohne Ende. Die in dir, die mächtiger und stärker sind als alle Kräfte der Finsternis. Oft werden die Engel dargestellt wie so kleine Kinder, naiver Bisse, eher schwächlich, eher feminin. Aber eigentlich sollten sie, so wie der Bruce Willis dargestellt werden, das sind alte, starke, erfahrene Kriegsveteranen, Hautegen, die alles schon durchgemacht haben und die über alles besiegt haben. Die wirklich mächtig und stark sind. Und die den größten bösen Feind mit einem Fingerschnips beseitigen können. Gott möchte, dass die Engel Mitarbeiter seines Reiches sind. Er tut keinen Schritt ohne die Engel. Wenn man die Bibel durchliest, von der ersten Seite an bis zur letzten immer Engel. In verschiedensten Aufgaben. Und auch in unserer Zeit sind die Engel. Sie begleiten uns, sie beten mit uns. Sie schützen uns, sie geleiten uns auf den Weg. Sie helfen uns, den Herrn zu ehren, zu beten. All unsere Mühen, wenn ich denke an das, wenn ich nicht gut beten kann. Ich sage, heiliger Schutzengel, vervollkomme du meine Gebete. Ich denke an den heiligen Erzengel, Michael, im Kampf gegen das Böse, das so mächtig ist in unserer Zeit, dass die Welt und die Menschen in die Hölle hinabziehen möchte, durch ihr Gift und ihre Versuchungen. Ich denke an den heiligen Erzengel Gabriel, der Verkünder der Geburt des Herrn ist, dass er allen beistehen möge, die das Wort Gottes verkünden, dass er alle Boten der Lügengeister Satans in dieser Welt Einhalt gebieten möge, dass er die dämonischen Kräfte all dieser Leute zurückdrängt, entwaffnet, machtlos macht, ihnen Einhalt gebietet. Ich denke auch an die vielen Eltern, die gerne Kinder haben möchten, keine bekommen können. An den großen Frevel der Abtreibung, der einen Fluch über unsere ganze Gesellschaft bringt und viele Eltern auch christliche Sünde leisten in ihrer Kinderlosigkeit, in ihrem Leiden. Dass Gott doch auch ihnen die frohe Botschaft bringt, Eltern sein zu können. Durch den Engel, durch die Hilfe des Engels. Ich denke an den heiligen Erzengel Raphael, der allen, die in dieser bösen Welt von den dämonischen Kräften bedrängt sind, beisteht, die in dieser Welt von Lüge und Sünde hilft zu bestehen, so wie den Tobi, den Tobias. Ich denke an, dass er allen beisteht, die von dämonischen Kräften bedrängt sind, die unter Flüchen leiden, die sie vielleicht durch eigene Schuld oder durch fremde Schuld erleiden oder einfach, weil sie versuchen, intensiver Gott zu dienen. So viele Menschen, die auch Ehepaare, Familien
die unter Flüchen leiden. So viele junge Menschen, die keinen Partner für eine wirklich christliche Ehe finden, deren Ehen durch Versuchungen gefährdet sind. So viele Ehen, auch christliche, die zerbrechen, weil der Versucher eben sein Werk auf ihm verborgenen treibt. Nur ein paar Schlaglichter, wofür wir die heiligen Engel brauchen. Heute ist das Fest der heiligen Erzengel. Wir wollen sie anrufen und bitten für uns selbst, für alle Menschen, die mit uns sind, für alle Nöte unserer Zeit. Amen. Vergelt's Gott.